Volksfeststimmung in Buchbach. Der Grund? Die Junglöwen waren zu Gast. Die gute Laune wollten sich die Zuschauer trotz des Regens nicht vermiesen lassen. Sogar Buchbachs Trainer Anton Bobenstetter ist bekennender 60-Fan. Dennoch, schenken wollte er den Münchnern in diesem Spiel nichts. Den besseren Start ins Spiel erwischten aber die Gäste. 8. Minute, das erste Ausrufezeichen von Peter Kurzweg. Buchbach versuchte mitzuhalten, in der 24. Minute war es dann aber soweit. Der hohe Ball kommt zu Nico Kager, der trocken ins lange Eck trifft. Für Kager erst der dritte Treffer der Saison. Und die Junglöwen weiter hungrig. Erst trifft Kurzweg nur den Pfosten. Direkt danach kann Keeper Maus den Volleyschuss von Kukuschinski gerade noch parieren. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung der Gäste. Buchbach wollte sich aber auf keinen Fall geschlagen geben, drückte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Maxi Bauer in der 56. Minute mit der besten Chance für die Hausherren. Sein Kopfball geht ganz knapp am Kasten vorbei. Die Löwen in der Folge clever, konzentrierten sich vor allem aufs Verteidigen. Die Buchbacher versuchten die dichten Abwehrreihen zu knacken, aber sie fanden einfach kein Rezept gegen die 60er Hintermannschaft. Unschöner Höhepunkt des Spiels. Emanuel Taffertshofer springt Maximilian Knauer von hinten in die Beine und sieht dafür vollkommen zu Recht die rote Karte. Am Spielstand änderte das aber nichts mehr, die Löwen retten das 1:0 über die Zeit. Ein Duell mit dem Münchner Stadtrivalen um Platz 2 schließt Trainer Birovka trotz des Sieges aber aus. Nee, das haben wir ja gleich gesagt, wir wollen die Saison noch kurz zu Ende spielen jetzt. Ihr habt gesagt, wir haben vorher auch gut gespielt, ich denke, wir waren noch im Derby die bessere Mannschaft, aber wir haben uns nicht belohnt. Vielleicht haben wir heute auch dieses kleine Glück gehabt, was uns in den Spielen vorher gefehlt hat. Und das Arbeiten haben wir uns heute erarbeitet und deswegen sollen die Jungs auch die Saison auch genießen. Wir haben in den ersten Spielen genügend auf die Mütze bekommen. Und jetzt haben die Jungs das Spiel gedreht, beziehungsweise auch das, sagen wir mal, das Glück vielleicht auf unsere Seite gedreht in den letzten zwei Spielen, wobei gegen Heimstetten noch mal ganz klar bessere Mannschaft. Aber heute war, glaube ich, sage ich mal, entscheidend, dass wir bis zum Schluss alles gegeben haben. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das Spiel verdient. Während die 60er auch nach dem Spiel noch feierten, hatte den Buchbachern nicht nur der Regen die Laune verhagelt.